So, der alte Mann ist back in Biss. So, so. Juhu. Ein Türmel. Ich hätte gern. Oh, wie hießen die Dinger? Hier ist auch diese Mod drauf mit den Wasser-Dingern, wo du dir Wasser von einem zum anderen Ort legen kannst. Okay. Wir pflanzen jetzt erstmal ein paar große Bäume hier. Nein, nein, Eik, was machst du? Was hast du gemacht? Ich hab Wasser gesetzt. Ach so. Wasser einmal erstmal raus aus dem Inventar. So. Komm gleich wieder. Jo. Sind das so eine Dinger, wie ich denke? Kann man über die laufen? Über die kann man laufen, geil. Ach, das sind die Fensterbretter. Wow. Die wollte ich nicht, ich wollte das hier haben. Das ist eine Rail Bridge, die wollen wir nicht. Mal gucken, wie sieht die aus? Und wie sieht die aus? Eine Breite, ich wäre tatsächlich für die schmale. Das ist die Breite, die kommt weg. So, Slabs braucht man. Was ist das? Redwood Slabs. Hier. Kann man die irgendwie so verbinden? Ike baut Star Wars Planeten Hoff nach. Nee, das ist einfach nur so jetzt. Ja, wenn dann, so müssen wir schon alle Gegebenheiten ausnutzen hier. Ja gut, dann fällt noch ein Jump'n'Run. Nee. So irgendeine mega OP-Waffe. Die Dinger kannst du nur so verbinden, das ist scheiße. Naja, das kriegt man schon irgendwie geregelt hier. Ja.
Ja gut, man baut ja keine Hängebrücken um die Ecke. Ja klar, aber wäre schon cool, wenn das gehen würde. Weil ich muss erst mal einen Weg da hoch finden dann. Wie wird das am besten handeln? Da fällt mir auch schon was ein. Ich muss mal gucken, die Höhe ist auf der hier. Eigentlich nur noch eine Panzer- oder Waffenmod, die Fahrzeuge zufügt. Boah, das wäre dann richtig krank. Ey, die einzige geile, die es mal gab, war nach der 1.8 nicht mehr. Wurde nach der 1.8 nicht mehr weiterentwickelt. Das wäre welche gewesen? Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich glaube, da hast du sogar mal mit, auch mitgespielt in der Runde. Da gab es halt alles: Flugzeuge, Helikopter. Ach Panzer, ja, Schiffe. Die in deinem Projekt mit drin war. Oder? Das war, glaube ich, nicht ein Projekt. Das war einfach mit Olaf eine Schnapsidee. Nee, dann war ich da nicht. Wir machen so ein Battle. Dann war ich nicht mit dabei. Okay. Das war eigentlich so eine Art Battlefield in Minecraft umgesetzt. Nee, da war ich nicht mit dabei. Das passt, so sieht irgendwie geil aus. So, dann kommen hier unten die Bäumchen hin. Dran, scheiße. Bestimmt noch ein paar Mal setzen.
Erstmal hallo, Stream ist Fisch. Und ich baue mit Darko hier so eine kleine Kampfarena, wo wir uns dann mit ein paar Schusswaffen betteln. Wenn es dir nicht gefällt, was ich hier mache, du musst nicht zuschauen. Unser Projekt endet heute, von daher, wir machen da immer Blödsinn. Und das ist dieses Mal das, die Art von Blödsinn, die wir machen. Und Al kann sich austoben mit seiner mehr oder weniger schönen Baukunst. Genau. Aber nicht, dass du das aha böse gemeint hast. Kam halt gerade so rüber. Das habe ich nicht behauptet. Okay, dann ist gut. Dann ist ja gut. Außerdem muss ja nicht jedes Projekt ernst genommen werden. Oh je, wenn das so wäre, dann. Hohoho, da wäre man nur noch am Ausrasten. Dann gäbe es sowas wie Freundschaft nicht mehr. Ah, das stimmt allerdings auch wieder. So. Wo waren das? War jetzt hier, okay. Nein! Was hast du denn jetzt gemacht? Meine Ordnung zerstört. Ja gut. Du musst keine Ordnung machen da drin, das ist dir bewusst. Doch, klar. Hat noch einen tieferen Sinn. Irgendwann mal. Och nee. Oh doch. Oh nee. Du weißt, ich klicke eben mal ein und dann ist die Ordnung eh für den Arsch. Ich habe mir überlegt, dass man individuell wählt. Dass man sich sein Set zusammenstellt. Ja, na, solange kein Rocket Launcher und so dabei ist. Ja. Ist ja alles gut.
Ja, man kann sich halt einfach immer nur entscheiden für entweder das oder das. Was ist was? Nee, ich habe gerade geguckt, was ich hier für euer Holz verbaute. Für Stepping gesetzt habe. Obwohl ich was mache. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Ach, die Meldung kriegst du immer, wenn du nur rumstehst. Die bekommst du immer. Immer. Kackvogel, verpiesel dich, ey. Ditte Hammer auch. Nein, er verliert Leaves. Oops. Wollte ich jetzt nicht gerade. So. Sieht man das? Das passt auch soweit. Einzige, du kennst natürlich jetzt jedes Versteck in- und auswendig. Jetzt, ob ich mir das merke, ich bin alt. Wir können ja auch erstmal dann deine Strecken fahren. Ist mir egal. Das ist mir komplett egal. Ja, mir auch. Hast du die Waffen modifiziert? Nö, man kann von allen Modifikationen, die habe ich jeweils doppelt in die Kiste getan. Okay, kannst du weiterreden. Die habe ich jeweils doppelt in die Kiste getan. Kannst du dir auch alles anschauen. Habe ich so gedacht, kann man sich 4 raussuchen und die beliebig auf Waffen verteilen, die man hat. Oh. Ich bin mal gespannt, ob wir alle dasselbe wählen oder unterschiedliche Sachen halt wählen. Ja, bin ich auch gespannt. Raben, ey, die nerven so hart.
Ui, ist das auf immer hell geworden. Oh, da kriegst du aber immer ja Hilfe. Soll ich nächstes Mal vorwarnen? Ich war ja hier gerade in dem komischen gelben Feld. Das war gerade echt. Man sieht ja eigentlich irgendwie hinlegen. Das wäre voll witzig, wenn man so eine gelbe Rüstung anhat und sich dann in dieses Meer hier reinlegen kann. Du müsstest eigentlich nur deine Rüstung ausziehen. Ja, aber ich meine richtig legen so. Kraftstützenmäßig. Ja, ich glaube nicht, dass das geht. Die Mod ist ja nicht drauf. Oh, komm, so. Was? Ups. Was? Ups. Was war das denn? Ich fand deine Crocodile-Chestplate vom letzten Mal so cool. Ja, ich hätte sowieso gesagt... Ich wollte gerade in die Hand nehmen. Ich hätte sowieso gesagt, dass alles nur rein Leder ist, bis auf die Chestplate. Ja, genau. Das war jetzt auch mein Plan. Gucken. Ah, ja, wird zu langsam. Das wird zu langsam hier. So. Aber ein Häusle, ich weiß ja nicht. Ich müsste irgendwo einen Turm hin. Oje, oh nee. Das kann raus, die Säpplinge können raus, das bleibt, die heben wir alle noch auf. Spruce. Spruce. So, jetzt suche ich trotzdem noch diese komischen Schniedeldinger. Wie hießen die denn? Na, die du so geil findest, die ich bei dir im Haus mit verbaut habe. Diese dünnen, rohrartigen Holzbretter. Oh je. Yeah. Wenn ich das wüsste. Ich weiß auch gar nicht, von welcher Mod die sind, um ehrlich zu sein. Ah, hier haben wir sie doch. Post heißen die. Ich dir leider auch nicht helfen. So kann man drüber lunzen. Genau, dann machen wir das hier hin.
Spruce hatte ich. Kontraproduktiv, was ich hier gerade mache. Ich habe die auf die Höhe, dann kommen sie auf die Höhe. Man sieht alles, wenn man sneakt, kann man unten durchlunzen. Passt. Das passt. Scheiße. Dann nehmen wir die hier. Das Haus. Oder der Tower. Ich weiß, der oben die Spitze erinnert mich irgendwie an Zaubererhut. Kann in die Dinger Löcher reinschießen. Ja, die verschwinden aber wieder. Schade. Naja, ganz safe soll es ja nicht sein. Man soll schon. Und was so, mir gerade einfällt, du kannst gerne auch irgendwas nochmal mit Glas bauen. Mit Glasscheiben oder so, weil das eins der wenigen Blöcke ist, die man wirklich kaputt schießt. Ja, kommt noch. Okay. Alles mit der Ruhe. Was mir gerade auffällt, dass du das aus Glas gebaut hast, war vielleicht nicht die beste Idee. Was aus Glas? Wenn wir uns an den Rand der Mauer betteln, ist bald keine Mauer mehr da. Das sind nur zwei Wände, die aus Glas sind. Alles gut. Ich habe ja gesagt, ich werde mir alles aus Glas machen, weil... Und so noch. Genau. So. Ich weiß, das erinnert mich irgendwie an Zaubert. Kann man ermitteln? Nope. Leider nein. Würde sich auch gar nicht lohnen fürs letzte Mal. Genau. Erstens das. Und dann, da hätte man wirklich von Anfang an dabei sein müssen. Und einfach so lasse ich auch niemanden mitspielen. Da ist mein Vertrauen in die Menschheit, im Arsch. Durch vergangene Sachen, die da halt passiert sind. Kannst, wenn du Bock hast, gern irgendwo ein Haus entzaubern, Darko. Guck dir mal ein Wasserding dort an. Das ist auch einfach bloß so ein Klotz mit Dach. Richtig schön muss es nicht sein.
Mein Tower sieht halt auch aus wie hingerotzt. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein PvP-Projekt. Mit Waffen. Na klar. Wollten wir sowieso eigentlich mal machen. Geil. Du wolltest ja mal sowas ähnliches wie Varo, nur modded machen? Oh je, die habe ich schon lange verworfen. Ey, die bleibt bei mir im Hinterkopf. Okay, das geht leider nicht kaputt. Meinst du das Modded Glas? Ja. Ist vielleicht auch gut so. Ja, diese Fensterscheiben auch. Ist vielleicht auch gut so. Stunde 45. Das Varo-Plugin, das kriegt man ja ganz easy aus dem Internet. Also wir könnten entweder ein reines Vanilla oder wirklich ein Modded machen. Müssen wir nur genügend Mitspieler finden. Genau. Da kommt da hinten noch was. Da haben wir da was, da was, da was. Das ist ein Kreis. Oh je, um den Himmel zu lenken. Nein, das ist kein Kreis. Und das Lustige ist, die Fenster, die so schräg sind, die kann man alle aufmachen. Ich bin eher für Arena-Kämpfe. Also das Modpack-Plan, wenn es modded ist, das überlasche alles Darko. Nee. Schön, damit andere Leute dann meckern können, aber danke. Damit die Schuld wieder auf dich schieben kann. Ja eben, du kannst dann immer nur schön meckern, aber nichts machen. Vielleicht ist das ja Sinn und Zweck meines Lebens. Nee, die nicht. Ich will die da haben. So. Es ist halt auch dann immer die Frage, in welcher Version man spielt. Ja. Man kann in der 1.8 spielen, das gäbe halt dann neben Waffenmods halt noch andere geile Mods. 1.12 ist eine super coole Waffenmod dabei. Oder halt 1.16. Jetzt muss man halt dann einfach mal schauen. Was ist das denn? Kann ich nicht verwenden, okay. Wieso heißen die Planks, wenn man die nicht setzen kann? Was ist das für eine Scheiße? Ja, gut, sahen die Planks, die du gerade in der Hand hattest, für dich echt zum Bauen aus? Wenn Planks steht, sind es für mich Planks. Ach nee, warte mal. Die heißt noch Half Slab. Ach, Eik. Geht schon wieder los. Ja, komm hier, nehmen wir das dunkle Holz. Schade, dass man die Teile nicht vertikal oder so ransetzen kann. Das ärgert mich ein bisschen.
Boah, das sieht aus wie ein Bunker. Boah, das ist geil. Nur vielleicht nicht gerade aus Holz. Oder? Na klar. Das sah aus richtig Metall oder Stein, sehe glaube ich richtig geil aus. Ach, mir gefällt das so. Jetzt habe ich meinen Boden weggeschmissen. Spawnt ja gerade alles nicht, schade. Außerdem früher die Bunker waren Uni alle aus Stein. Okay, was habe ich hier für Abscheulichkeit hingebaut? Hast du mal Mario-Spiele gespielt, Yasi? Ich? Ja. Ja, früher auf dem NES. Ja, schau dir das mal an. Das sieht so aus wie diese Plumpsdinger, wo der immer reinspringt. Ja, die Kanalisation-Dinger. Genau. Na gut, wir sind fertig. Ach ja, die alte NES-Zeit. Und meine allererste Konsole. Dann habe ich mir von meinem Schwager immer den SNES ausgeliehen. Weil der so, da so ein übelst geiles Spiel drauf hatte. Ja, und dann ging es los mit der PS1, PS2, PS3. Über World Edit hier freuen. Einfach mal so ein World Edit Wald setzen, du kommst gar nicht mehr durch. Okay, bis dahin. Egal. Und Bäume in der Schusslinie stehen.
Passt. Passt. So. Passt, passt, passt. So. Bop, 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 bum, bum. Dann ich war halt noch am Überlegen, ob mir so eine kleine Nähterecke mit hinzufügen. Ich glaube, da würden wir irgendwie aus gut Glück alle in der Lava landen. Ja, so habe ich das Gefühl. Okay, wir sneaken eh die meiste Zeit. Apropos, müsste mal gucken, ob es vielleicht einen Befehl gibt, dass man die Nametags ausschalten kann. Sind die auch da trotzdem, wenn man nicht sneakt? Nee, wenn man sneakt, sind sie weg, aber wenn du normal läufst, sieht man uns ja die Nametags. Wäre vielleicht praktisch, wenn die da mal aus sind. Zeit bei mir. Gar nicht mal so scheiße aus, was ich hier fabriziert habe. Also, wenn du noch... Wie sieht's denn aus? Naja, wenn du jetzt noch hinten so eine ovale Klappe ranbaust mit Scharnieren, dann sieht's aus wie ein Klo. Nein, sieht schon gut aus. So ein kleiner Defense Tower. Heißen stinknormale Leiter. Ah, Leiter. Oh, ich glaube, die Bäume sind. Oh, nö, passt. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ach. Warum müssen die meisten das Vanillezeug mit übernehmen? Das ärgert mich ein bisschen. Wow. Habe ich mich selbst übertroffen mit dem Baum. Drei Loks und sechs Zepplinge. Ich habe das aus dem Leaf, aus dem Zeppling bekommen. Ja, ich, ja.
Jetzt echt Granaten nutzen. Also, ganz ehrlich, bei der Minigun würde ich nee sagen. Wenn du da eben mal abdrückst, du ballerst wirklich, du kannst dich damit so derbe im Kreis drehen, du. Dann braucht man halt einen Ersatz zu dieser Heavy. Und warum hast du zwei Sniper? Eine reicht doch aus. Du hast a Rifle und Heavy Rifle. Assault Rifle. Also die Rifle und die Heavy Rifle sind zwei Sniper. Goldäpfel und die Potion würde ich tatsächlich weglassen. Es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man sich eigentlich healt. Also ich hätte wirklich gesagt, erst healen, wenn die Runde, wenn einer down ist, halt, die Runde vorbei. Und ansonsten gar nicht healen. Du heilst aber ja automatisch auch und nimmst fressen. Da gibt's gar kein Essen erst ins Inventar, Darko. Wirklich nur, eine Waffe, die Munition dazu, die Rüstung, gut. So wird zwar nicht, dass die Runden so schnell sind, aber okay. So würde ich das halt sagen. Alter, 866 Items im Inventar. Ja gut. Ich stell mich hier mal ganz kurz irgendwo auf den Baum, mach mein Raucherpäuschen. Fuck.